Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen hier heute zu unserem Panel zum Thema Smart City und Smart Grid. Wunderbare Buzzwords, wo ich irgendwie seit vielen Jahren darüber diskutieren darf, selber aber so viele unterschiedliche Dinge kennengelernt habe, die darunter zu verstehen sind, sodass wir heute hier sicherlich ein buntes und ein breites Podium organisieren können. Mein Name ist Thomas Jatzombek, ich bin Abgeordneter mit dem Wahlkreis Düsseldorf nördliche Hälfte und insofern auch nicht ganz Großstadt unaffin und Sprecher und damit Vorsitzender der Unionsabgeordneten im Ausschuss für digitale Agenda des Deutschen Bundestages. Und ich freue mich, hier heute vier Experten auf unserem Podium sitzen zu haben. Die genauen Lebensläufe können Sie alle dieser wundervollen Mappe entnehmen, die hier auf jedem Tisch liegt. Deshalb werde ich das hier nur in der Kurzform machen. Das ist ganz zu meiner Rechten Professor Dr. Dieter Flämig. Er ist der geschäftsführende, stellvertretende Vorsitzende des Hauptverbands für den Ausbau der Infrastrukturen und Nachhaltigkeit InfraNeu. Willkommen bei uns. Dann direkt zu meiner Rechten ist Wolfgang Percy Ott, sehr kurz beschrieben. Er ist Head of Government Affairs Germany der Cisco Systems GmbH. Zu meiner Linken, bitte? Zu meiner Linken, Kollege von einer ähnlichen Stadt, die zwar formal eine Großstadt ist, aber man nicht immer genau weiß, ob es wirklich so ist, so wie in Düsseldorf, ist der Kollege aus Frankfurt, Professor Dr. Matthias Zimmer, und er ist der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Soziales im Deutschen Bundestag. Lieber Matthias, willkommen. Und ganz auf der linken Seite sind wir hier wieder im Rheinland angekommen. Stefan Schneider, er ist der Vorstandsvorsitzende der digitalen Stadt Düsseldorf, eine Initiative, wo sich alle IKT-Unternehmen der Region zusammengeschlossen haben, und Senior Manager Business Development Public and Health, Vorstand des bei Vodafone, das steht hier nicht dabei, und Vorstand des AG Connected Home beim Bitkom. Lieber Stefan, willkommen. Danke, Thomas. So, für den Ablauf haben wir heute relativ viel Zeit, bis 16.50 Uhr, das heißt, wir können eine knappe Stunde hier diskutieren. Wir würden einmal beginnen mit Eingangsstatements. Jeder hat die Möglichkeit, in zwei Minuten seine Kernthesen auf den Tisch zu legen. Dann werde ich ein Stück weit hier am Podium diskutieren. Sie sind aber jederzeit eingeladen, da schon mitzumachen, und spätestens nach einer halben Stunde erwarte ich dann, dass wir hier in einen richtigen Dialog miteinander treten, und insofern würde ich einfach mal in der alphabetischen Reihenfolge vorgehen. Professor Flämig, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, meine Damen und Herren, das große Stichwort ist ja heute schon gefallen, Nachhaltigkeit und Lebensqualität. Darauf kommt es insbesondere an, und ich würde sogar noch das Wort Gesundheit dazu tun. Ich habe die Ehre gehabt, mit meinem Team zusammen im letzten Jahr den World Green Design Award zu bekommen für unser Projekt Green Health City, nennen wir das, also grüne, smarte Gesundheitsstadt. Und wir haben dort die Gesundheit zu einem Hauptkriterium gemacht. Also das wäre mir erstmal ein Anliegen. So, jetzt es geht ganz, jetzt macht er mir hier noch eine Zeituhr. Jetzt wird es natürlich schwierig. Also, ganz kurz, meine Damen und Herren, es geht um Mensch und Natur, das ist schon sehr deutlich geworden, und es geht darum, dass wir aus Smart Technology Smart Sustainability machen. Sustainability, das ist mein Anliegen. Ich sage nur noch Stichwort. Erstens, das bedeutet, dass diese Technologien der Energiewende dienen müssen, Energiebereitstellung ohne Treibhausgase mit Effizienz und Einsparung. Sie müssen der Ressourcenschonung dienen, Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks. Sie müssen auch den Menschen dienen, und das spielt eine Riesenrolle, wir werden nachher nochmal diskutieren, denn Sozialtechnologien spielen bei modernen Smart Technologies immer auch eine Rolle. Und das heißt, wir müssen etwas tun, damit die Gesundheit der Menschen, ich hatte es schon gesagt, berücksichtigt wird, dass sie in gesunden Lebensverhältnissen leben, dass sie Partizipation und Dialogkultur praktizieren können, Einfachheit, Aufwandsreduzierung, Transparenz, individuelle Anwendbarkeit.
Und für die nächsten Generationen, das ist ja auch Nachhaltigkeit, geht es darum, dass wir höchste Effizienz sicherstellen müssen, Mündigkeit, Eigeninitiative, fachliche und soziale Kommunikation, Wissensmehrung, Kooperation und neue Beschäftigungsfelder und Arbeitsplätze müssen kommen. Und letztlich brauchen wir qualitatives Wachstum, denn ohne qualitatives Wachstum geht es nicht. So, das wollte ich Ihnen nur sagen, das erwarte ich mir von modernen Technologien. Und Sie haben die Chance, meine Herren, insbesondere aus den Fachbranchen, darauf eine Antwort zu geben. Bin sehr neugierig. Dankeschön. So, also der Druck funktioniert, exzellent, sich dran gehalten. Das ist bei uns in den Ausschüssen übrigens auch so. Da geht immer so ein Monitor runter und dann laufen dann 3 Minuten runter. Und wenn man dann nicht aufhört, wird einem der Saft abgestellt. Insofern sind das hier faire Rahmenbedingungen für alle. Lieber Herr Ott, aus der Sicht von Cisco Systems, was sind Ihre Schwerpunkte beim Thema Smart City? Ja, vielen Dank. Eigentlich nicht nur aus der Sicht von Cisco Systems, sondern auch aus dem Projektgruppe Smart Cities und Smart Regions des IT-Gipfels, dem ich auch noch vorsitzen darf. Wir haben 2 Entwicklungen. Zum einen die Digitalisierung mit 50 Milliarden vernetzten Dingen bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Auf der anderen Seite aber auch gesellschaftliche Entwicklung, Alterung, regionale Schrumpfungen, Wanderungsbewegungen, dann aber auch neue Erwartungen an Arbeitsumfeld, Arbeitsmodelle und gleichzeitig aber auch die Frage nach neuer und anderer Art der Vernetzung in hinsichtlicher von Mobilitätskulturen und anderen. Darauf müssen Städte antworten und wir sagen im Rahmen dieser Projektgruppe auch Regionen. Beides muss in den Blick genommen werden, große Städte, aber auch die Regionen dazu. In großen Städten ist es natürlich ganz klar das Sharing, das Nutzen von gemeinsamen Ressourcen in den Regionen, die Kooperation. Aber das Wesentliche ist die digitale Vernetzung bestehender, heute noch existierender Silos und auch die Datennutzung da drin. Und wir haben im Rahmen des IT-Gipfels dann auch, weil das ein ganz zentraler Prozess ist, ich möchte ja nicht nur dahin kommen, sondern ich möchte das auch möglichst erfolgreich tun, 10 Empfehlungen für erfolgreiche Smart Cities-Projekte gegeben. Und ganz wie auch der Herr Hertzsch gesagt hat, im Zentrum steht der Mensch. Ich muss den in den Mittelpunkt stellen. Vielleicht klingt das etwas komisch, wenn das ein Unternehmensvertreter sagt, aber das ist das Entscheidende, genauso dann wie auch alle an einen Tisch zu bringen in einer Stadt, die unterschiedlichen Kulturen auszugleichen und auf gemeinsame Ziele festzulegen, auf einen Masterplan auch festzulegen, Positionen und Rahmenbedingungen zu setzen und auch über Refinanzierung und Geschäftsmodelle nachzudenken, weil das dann auch den Nutzen deutlich machen muss, den man in einer Stadt von Smart Cities hat. Wir machen das nicht einfach, weil es schön ist, weil es Technik ist, weil wir es tun können, sondern weil es einen ganz konkreten Nutzen hat. Und das können wir dann nur machen, wenn wir Insellösungen vermeiden, wenn wir nachhaltig bleiben durch Interoperabilität, wenn wir Best Practice nutzen und wenn wir auch die entsprechenden lokalen Geschäfte und Stakeholder mit einbeziehen. Ja, vielen Dank, Herr Ott. Dann würde ich weitermachen als Nächstes. Also gut nochmal für die Richtigstellung, dass Sie auch bei der AG des IT-Gipfels hier in der Lead sind und würde als Nächstes weitergeben zu Stefan Schneider inklusive der Uhr. Als kurze Thomas Uhr brauche ich nicht, mach ganz kurz. Stefan Schneider, Thomas hat es schon gesagt. Aus Düsseldorf stehe dem größten ITK-Netzwerkverband vor der digitalen Stadt Düsseldorf mit 300 Firmenmitgliedschaften und ich würde mich freuen, wenn wir das wie ein OSI-7-Schichtmodell betrachten. Also wenn man ein Haus baut, da muss ein gutes Fundament da sein. Das ist der Breitbandausbau. Da liegen wir weltweit leider Gottes nicht im ersten Drittel. Und ich würde mich freuen, als Vodafone-Kollege zu sprechen, wenn ich mit der Deutschen Telekom für 10,19 Euro meine Glasfaserleitung anmieten könnte und keine marode Doppelkupferader. Und die Milliarden, die da reinlaufen jährlich, könnten wir in Deutschland weitaus, ich sag mal, performanter einsetzen, als wir es heute tun. Erste Message. Zweite Message ist, dass wir auf diese Breitbandtechnologie natürlich elegante Services draufsetzen können. Da haben wir von meinen Vorrednern schon was zu gehört. Gerade im Bereich des Gesundheitswesens, Thema Telemedizin, gerade in ländlichen Bereichen, da haben wir genug von. Und ich betreibe selber noch eben und treibe auch solche Smart City Projekte mit einem tollen Vorstand in Düsseldorf voran. Und da kann ich mit meinem Vorredner Herr Ott nur anschließen. Wir haben in Düsseldorf im Vergleich zu anderen Städten um uns herum eine wunderbare, lebhafte Struktur und können auch diese Strickenden wunderbar verbinden. Das tun wir gerade mit Unterstützung von Thomas Herzombeck. Danke. Ja, so werden die Bälle hin und her gespielt. Als letzten unserer Runde
freue ich mich jetzt, ein politisches Statement Matthias Zimmer als einer derjenigen, der im Übrigen auch das Großstadtpapier hier in unserer Fraktion geschrieben hat. Lieber Matthias. Danke, lieber Thomas. Als Politiker ist man es gewohnt, über Chancen und Risiken zu reden. Das klingt abgewogen, das klingt vernünftig, das klingt danach, als ob jemand differenziert in die Tiefe der Themen hineingegangen ist. Zu den Chancen will ich gar nicht viel sagen. Lebensqualität, Wettbewerbsfähigkeit, Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Im Übrigen auch die Kriterien, glaube ich, die es den erfolgreichen Städten, zu denen Frankfurt am Main gehört, ausweislich der Rankings, wo steht da eigentlich Düsseldorf, lieber Thomas? Ausweislich der Rankings, die dann immer wieder europaweit gemacht werden, ganz vorne steht. Aber ich habe drei Fragen, die in dem Zusammenhang mit dem Smart Cities dann letztendlich sehen. Erste Frage, wem gehören die Daten, wer kontrolliert die Verknüpfung und wie ist das Verhältnis von Firmeninteressen und Gemeinwohl? Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage, die sich ja nicht nur bei sensiblen Patientendaten stellt, sondern auch in vielen anderen Daten, wo man Bewegungsspielräume, Bewegungsprofile von Menschen herstellen kann. Das fällt in einer Smart City wahrscheinlich relativ leicht. Zweite Frage, was machen wir eigentlich, wenn wir zwar Smart Grids und Smart Cities haben, aber nicht unbedingt Smart Citizens. Also mit anderen Worten, was machen wir mit denjenigen, die entweder nicht können oder nicht wollen? Und wie stellt sich dann die Frage von Inklusion und Exklusion in einer Stadtgesellschaft, die sich als eine Smart City versteht? Und die dritte Frage, in welchem Zusammenhang steht unser ganzes Thema mit der Frage Industrie 4.0, Digitalisierung von Arbeitswelten? Also mit anderen Worten, was passiert eigentlich mit unseren Arbeitswelten und den Arbeitsorganisationen in einer Smart City? Wird die Organisation einer Infrastruktur zu einer Smart City dazu führen, dass Arbeitsgelegenheiten ausgelagert werden aus den Cities oder wird diese Stadt dann eine inklusive Arbeitswelt anbieten mit neuen Möglichkeiten, auch der Organisation der Sozialpartner untereinander? Dankeschön. Ja, dann darf ich mich für den Einstieg bedanken und ich versuche mich mal dem Thema zu nähern. Ich muss allerdings noch eins zurückgeben, lieber Matthias. Also Düsseldorf ist in sämtlichen Rankings von Lebensqualität und wirtschaftlicher Prosperität immer vorne, / bisher gewesen, denn die Stadt war 15 Jahre CDU regiert. Ob das jetzt noch zu halten sein wird, bezweifeln einige, aber wir hoffen als Patrioten natürlich das Beste. Aber das ist nicht so schwierig. Am Samstag wird übrigens Düsseldorf die neue U-Bahn eingeweiht, die sowohl von Kosten als auch Zeitraum im Plan gelegen ist und ist auch nichts eingestürzt. Aber das soll uns nicht vom Thema ablenken. Ich versuche mich dem mal etwas zu nähern, um aus der Abstraktheit ins Konkretere zu kommen. Und würde bei Herrn Ott gerne mal ansetzen mit der ersten Frage. Cisco ist ja eine Firma, die auch weltweit Smart City Projekte begleitet. Wir waren selber mit unserem Ausschuss letztes Jahr einmal in Südkorea in der Nähe von Seoul, eine Stadt, ich glaube Songdo hieß das, die da als Smart City auch von Cisco ausgestattet wurde. Was sind denn aus Ihrer Sicht ganz konkret mal so zwei, drei Paradeanwendungen, wo Sie sagen, die kann man weltweit schon beobachten und das ist sozusagen der Benchmark und da müssen wir gucken, dass wir in Deutschland auch drankommen. Also die zentrale Anwendung, wenn Sie davon ausgehen, was Lösungen sind, dann, was am meisten in den meisten Städten genutzt wird, ist es wahrscheinlich die Frage der Beleuchtung, weil das natürlich auch ein ganz konkretes Anliegen der Stadtkämmerer ist, hier möglichst eine Reduzierung der Kosten zu erzielen und dann eben nicht nur die LED-Ausstattung, sondern auch gleichzeitig noch eine intelligente Beleuchtung zu machen, die dann auf Basis von Datenanalyse, Big Data, eine weitere Einsparung schaffen kann und darüber hinaus ein für die meisten, wenn nicht fast alle Städte und man kann da wirklich auch von kleineren Städten schon anfangen, das Problem oder die Frage der Verkehrssteuerung, aber auch des ruhenden Verkehrs, der Parkraumbewirtschaftung, der intelligenten Parkraumbewirtschaftung. 40% des innerstädtischen Verkehrs sind Parkraumsuchverkehre. Das heißt, hier eine Reduzierung zu bekommen, bedeutet natürlich Lebensqualität, bedeutet Reduzierung von CO2-Emissionen, bedeutet aber auch eine Nutzungsqualität der Stadt in einem ganz neuen Maße. Aber anderes, gleichzeitig muss man sagen, dass jede Stadt anders ist und damit natürlich auch der
Ansatzpunkt, das vielleicht wichtigste Projekt für die Stadt ein anderes sein kann. Das kann auch mal Tourismus sein, das kann ein anderes sein. Aber ich glaube, diese zwei Projekte sind die am weitesten verbreiteten und hier tatsächlich in Deutschland auch einen stärkeren Aufschlag zu machen, finde ich einen lohnenswerten und aber auch gleichzeitig für die Städte nutzbringenden Aspekt. Darf ich da noch mal nachfragen, weil das ja schon auch sehr konkret greifbare Dinge sind. Gibt es denn in Deutschland schon Städte, wo Sie jetzt sagen, die sind hier weit vorne? Das Erste und das Zweite ist bei dem Thema Verkehrssteuerung. Vielleicht können Sie das auch noch mal ein bisschen präzisieren, wie solche Projekte aussehen. Also beim Thema Beleuchtung, da gibt es eigentlich in erster Linie Pilotversuche. Da ist in Deutschland, würde ich sagen, nur Deutschland nicht so führend wie zum Beispiel Amsterdam oder Kopenhagen. Kopenhagen hat sich ja selbst da auch ein besonderes Klimaziel gesteckt, wo es sehr viele dieser und auch jetzt zum Beispiel der intelligenten Verkehrssteuerungselemente gibt, auch mit Beleuchtungssteuerung ist in Hamburg zurzeit, vor allem auch in der Verbindung mit dem Hamburger Hafen, wo wir in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Hafen im letzten Jahr den ersten Smart Road in Europa eröffnet haben. Und der Kerngedanke, und was ist es eigentlich? Das ist die Nutzung von Sensoren in der Straße, um dann auf der Basis der gewonnenen Datenmenge entsprechend Vorhersagen für die Verkehrssteuerung gewinnen zu können. In Hamburg im Hafen kommt darüber hinaus zum Beispiel noch zum Tragen, dass sie, wenn Brücken, weil Schiffe durchfahren, gesperrt werden bzw. hochgezogen werden, den Verkehr sie umlenken können, sodass sie eine bessere Verkehrsführung haben, keine Staus mehr haben. Das sind konkrete Beispiele, wo die Städte auch tatsächlich wo die Kämmerer Einnahmen erzielen können mit so etwas, wo aber gleichzeitig natürlich der Nutzen für die Bevölkerung entsprechend auch da ist. Dann auch, es gibt auch da Pilotprojekte, kleinere allerdings bei der Frage der Parkraumnutzung. Aber auch hier ist es natürlich, wenn Sie schon beim Start den Parkplatz buchen können und wissen können, wo Sie dann hingeführt und dann auch von Ihrem Navi hingeführt werden und nicht rumsuchen müssen und gleichzeitig aber die Bewohner auch nicht Sie als jetzt zusätzlichen Konkurrenten auf der Parkplatzsuche haben, ist das natürlich auch ein Zugewinn für alle. Okay, da frage ich mich immer, wie man das dann halt auch vollstrecken will, wenn der Parkplatz frei ist und man den reserviert. Was bedeutet das jetzt konkret als Herausforderung für den Bund auch? Das sind ja viele Dinge, haben Sie jetzt gerade gesagt, Amsterdam, Kopenhagen, Hamburg, wo Städte halt eben selber initiativ werden. Wo ist denn ein Ansatz jetzt auch für den Bundesgesetzgeber zu sagen, ich schaffe die richtigen Rahmenbedingungen, damit sowas nicht nur in den Niederlanden stattfindet, sondern auch bei uns? Ich glaube, für den Bundesgesetzgeber ist wichtig zu erkennen, dass eine Smart City eine Innovationsregion ist. Das bringt natürlich immer der Stadt, der Region etwas, aber darüber hinaus als Innovationskern auch mit einer viel größeren Ausstrahlung insgesamt dem Bund. Und wenn ich dafür als Rollout-Regionen, Experimentierregionen schaffen kann, dann ist die Möglichkeit damit nicht nur auf der einen Seite in der Stadt voranzugehen. Sie brauchen immer die Stadt, weil sie auch die Stakeholder in der Stadt brauchen. Sie brauchen die Unterstützung natürlich auch aus des Bürgermeisters am Ende oder der Bürgermeisterin. Sonst funktioniert ein Smart City Projekt nicht. Sie können das nicht gegen den Widerstand der Stadt machen. Aber wenn das zusammenkommt und wenn man seitens des Bundes auch entsprechende Rollout-Regionen fördert, wie es angesprochen ist, bereits in der Strategie für intelligente Vernetzung, aber wie man das tatsächlich auch noch im Sinne von Innovationskernen weiter ausbauen könnte, könnte man auch entsprechend diese Projekte Smart Cities stärker auf den Weg bringen. Und man kann das ja durchaus verbinden mit Aspekten wie intelligente oder neue Arbeitskonzepte, Nutzung von Videokonferenzmöglichkeiten über diese Infrastruktur und anderem. Es ist nicht nur begrenzt auf diese Projekte, die ich bisher genannt habe, sondern greift ja tatsächlich sehr stark ins alltägliche Leben und auch ins Arbeitsleben ein.
Also Förderprogramme, ich habe jetzt von zwei Seiten schon Nachfragen. Ich würde sonst erst mal mit Professor Flemig weitermachen, denn das passt eigentlich ganz gut jetzt. Ihr Thema ist ja die Frage dessen, so habe ich es vorhin auch verstanden, dass Smart Cities vor allen Dingen für Nachhaltigkeit sorgen müssen. Und das, was jetzt vorhin hier genannt worden ist, Beleuchtung nach Big Data Analysen, damit spart man Geld, aber damit spart man natürlich auch Strom und andere negative Effekte, die vielleicht von Beleuchtung ausgehen. Die Parkplatzsuchen rauszunehmen, dass die Leute weniger rumfahren müssen, das sind doch Dinge, die eigentlich der Nachhaltigkeit dienen, Herr Professor Flemig. Oder beurteilen Sie es anders? Naja, also erstmal, ich bin Maschinenbauingenieur, Sie brauchen sich keine Sorgen hinsichtlich meines Pragmatismus zu machen. Am Schluss haben wir immer alles umgesetzt. Aber es geht aus meiner Sicht darum, dass wir jetzt in eine neue Qualität, Sie haben es eben gerade mit Ihrer Schlussbemerkung deutlich gemacht, hineinrutschen. Und wir müssen uns auseinandersetzen eben mit den Fragen Lebensqualität, Nachhaltigkeit und Souveränität des Bürgers. Und Sie haben ja alle gelesen hier unseren Jaron Danjier, der auch den Preis des Frankfurter Buchhandels bekommen hat. Und das ist ein Pionier des Internets. Und was hat der zum Beispiel gesagt? Der hat gesagt, der digitale Schwarm wächst auf Kosten der Individualität. Er hat gesagt, ich fürchte, wir stehen im Begriff, uns selbst so umzugestalten, dass wir digitalen Modellen entsprechen, dass Empathie und Menschlichkeit dabei Schaden nehmen. Und ich sage Ihnen, dass auch die Natur bei Schaden nimmt. Und unser, den Sie ja auch kennen, Frank Schirmacher, der leider viel zu früh verstorbene Herausgeber der FAZ, der hat mal gesagt, die Fähigkeit, aus seinem Leben zu lernen, geht durch die digitale Welt verloren. Und die digitale Welt ist eine Welt, in der jemand die Fäden zieht. Und ich sage mal, wenn wir als Christdemokraten uns Gedanken machen, wie sieht die Gesellschaft der Zukunft aus, dann wollen wir vor allen Dingen souveräne Menschen haben. Dann wollen wir mündige Menschen haben, die sich auch um die Natur kümmern, die Eigeninitiative behalten und die nicht irgendwie vom Netz ferngesteuert sind. Und ich würde gerne jetzt mal hören, wie kann man das verhindern? Und ich glaube, die Diskussion muss jetzt geführt werden. Jedenfalls sagen das alle Fachleute, die ich kenne aus dem EDV-Bereich, die ein bisschen darüber nachdenken. Wir sind jetzt genau an dem Punkt, wo wir entscheiden müssen, werden wir fremdbestimmt zunehmend oder sind wir in der Lage, unsere Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zu bewahren gegen ein Übermaß an zunehmender Technik. Lassen Sie uns darüber sprechen. Das geht jetzt einher mit meinem Versuch, das Ganze etwas zu konkretisieren, weil ich glaube, bisher mich auch mal zu den Pragmatikern gezählt zu haben. Und deshalb ist ja die Frage, ob die Dinge, die jetzt hier in Rede stehen unter einer Smart City, einem in Freiheiten eingreifen oder ob sie nicht einfach sinnvolle, nachhaltige Dinge sind. Also wenn jetzt jemand weniger Zeit für die Parkplatzsuche braucht, hat er doch mehr Zeit für selbstbestimmte Dinge. Oder wird er dann ferngesteuert? Es ist gut, dass die Sache, also Sie haben sich ja auch mit beschäftigt, die Sache geht ja tiefer. Das Thema ist, Stichwort ist Schwarmintelligenz. Man muss ja, um elektronisch zu arbeiten, um in solchen größeren Zusammenhängen zu arbeiten, muss man eine bestimmte Annahme von Verhalten haben. Und auch bestimmte Vorstellungen, wie man Verhalten steuert und in welche Richtung man es bewegt. Und das bringt die Gefahr, dass wir nachher ein Bild vom Menschen haben, das durch die modernen Medien durchgesetzt wird, das nicht mehr dem entspricht, was wir wollen, nämlich dem selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Menschen. Also mir geht es ja darum, das nicht in Frage zu stellen, mir geht es darum, dass wir eine Diskussion führen, jetzt gesellschaftlich, wie können wir die Souveränität, die Eigenverantwortung, die Mündigkeit und die eigene Handlungsfähigkeit des Menschen sicherstellen. Sonst haben wir nachher nur noch Konsumenten von digitalen Angeboten, die sich nicht mehr viel Gedanken machen, sondern nur noch in Fragmenten leben. Wir wissen, wie oft wir unsere Kinder kritisieren, weil sie nur noch über Wikipedia lesen, leben und argumentieren. Und wir sagen, wie wäre es denn, wenn du mal wieder ein einziges Buch ganz liest? Das findet ja gar nicht mehr statt. Wir lesen nicht mehr ein einziges Buch ganz in der jüngeren Generation und das verdirbt die Fähigkeit des Menschen, in Zusammenhängen zu denken, übergreifende Lösungen anzubieten und sozusagen, wie Schirmacher es gesagt hat, aus den Erkenntnissen und der Dynamik seines Lebens
echt zu lernen, und zwar authentisch zu lernen und nicht nur das zu lernen, was die digitale Welt einem sozusagen vorgibt. Das ist mein Anliegen. Okay, das ist jetzt eher so eine allgemeine Medienkritik, weil ich den konkreten Ansatz danach würde ich jetzt auch mal fragen. Also ich kann nur sagen, ich habe Sachbücher in meinem Regal stehen, da habe ich es nicht als Verlust betrachtet, die nicht komplett gelesen zu haben. Und da, einige davon haben Sie sogar zitiert gerade. Aber sei es drum, ich glaube, die Frage, die wir immer beantworten müssen, ist, was ist der tatsächliche Lösungsansatz auch für den Gesetzgeber? Weil ich glaube, ehrlich gesagt, man kann ja über viele Dinge auch sehr philosophisch sprechen, das tun wir auch gerne, da machen wir Kamingespräche und sonstige. Aber ich glaube, wir sind ja hier heute auch ein Stück weit zusammengekommen, um mal zu gucken, wie gestalten wir denn jetzt den Bau? Und sind die Dinge, die da auf uns zukommen, sind die sinnvoll oder sind sie nicht sinnvoll? Und wenn sie sinnvoll sind, wie können wir sie vielleicht fördern? Konkrete Beispiele wurden genannt. Und wenn sie nicht sinnvoll sind, was kann man vielleicht tun, um die Risiken abzuwenden? Ich würde vielleicht mal weitergehen zu Stefan Schneider aus dem Bitkom-Arbeitskreis zu dem Thema. Was sind denn aus eurer Sicht so die Best Practices, wo ihr sagt, das sind jetzt erstmal die positiven Aspekte? Und ich nehme natürlich jetzt den Punkt von Professor Flemming mit und sage, wo sind denn auch die negativen Aspekte, wo ihr vielleicht sagt, hier sind Entwicklungen und da muss man vorsichtig sein an der Bahnsteigkante? Das kann man, glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt bringen, Thomas. Man kann positiv berichten. Ich möchte direkt zwei Fliegen in einer Klappe schlagen, auch die Antworten auf die Fragen von Herrn Zimmer liefern. Bei dem Thema Gesundheitswirtschaft im Gänze, Thema Telemedizin, da werden Daten bei chronisch Erkrankten. Es gibt in Deutschland zwei Riesenfelder, Herz-Kreislauf-Erkrankung und Diabetes. Wir haben sehr viel adipose Kinder. Kann ich durch Herrn Flemming zugehen. Man kommt von der Schule nach Hause, dann werden diese Spielchen gespielt und Coca-Cola und andere tolle Produkte stehen dabei und man füttert sich und kriegt die dicke Wampe. Das ist alles sehr schön, aber auch für den Diabetes sehr schlecht. Also, kurzum, man kann hier in der Frühphase auch schon Kinder, auch Erwachsene, die eben unter dieser chronischen Krankheit leiden, optimal supporten. Die Daten liegen nicht irgendwo zentral beim Carrier oder bei der NSA oder werden hier aus dem Raum mitgehört bei anderen Herren der Geheimdienste, sondern sie liegen beim Arzt, auf dem ärztlichen System. Das heißt, der Carrier ist nur für die Übertragung der Daten zuständig. Diese Daten werden aber auch nicht personalisiert übertragen, sondern entpersonalisiert übertragen. Insofern liegt die Datenhoheit zu Ihrer Frage jetzt immer beim Arzt und das ist auch gut so. Zu dem zweiten Thema, was gut läuft, ist in Teilen, Thomas, da sind wir beim Bitkom-Arbeitskreis Connected Home, die Akzeptanz der Smart-Home-Steuerung, also Licht ein, Licht aus, Heizungsregelung, ist in Deutschland auch recht überschaubar, liegt nämlich exakt bei 3%. 3%. Wenn man sich das mal auf der Gehirnrinde jetzt zergehen lässt, wann die RWE mit Stromberg in der Werbung war, das ist gute 4 Jahre her. Wenn ich Martin Verwein höre, Dr. Martin Verwein, Energieeffizienz der RWE, sind die abverkauften Stückzahlen auch noch sehr überschaubar. Das heißt, es ist ein Markt, den muss man stimulieren, Thomas, da braucht man auch einen Nutzen und der Kunde lässt sich nur dann von Produkten überzeugen, wenn er einen essentiellen Nutzen hat. Diese Geschäftsmodelle versuchen wir weiter kräftig zu entwickeln. Punkt 3. Wenn man das Thema der Angenehmigkeiten unterstützen möchte, ist Parken ein Thema, aber auch das Bezahlen. Das heißt, wenn Sie heute in ein Parkhaus einfahren oder auf eine Parkfläche, und da gibt es ein schönes Beispiel, lieber Thomas in Düsseldorf, wer von Ihnen schon mal in der Tonhalle war und ein tolles Konzert genossen hat, der hat nachher ein zweites Konzert. Und zwar, wenn er rausgeht und vor dem einzigen Parkautomaten steht, früher in der DDR, es werden keine Bananen ausgegeben, Parktickets müssen eingeschoben werden, stehen 40 Leute. Das ist etwas unelegant bei schlechtem Wetter, weil man steht dann auch im wahrsten Sinne des Wortes im Regen. Es gibt auch da ein Startup, im letzten Startup-Wettbewerb, im Rheinland-Pitch gewonnen haben, Evo-Park, junge dynamische Leute, die das Parken derart vereinfacht haben, dass man sich vorne eine Art Kreditkarte reinlegt, ein aktiver Laser an der Schranke installiert wird, und das ist auch leibhaftig schon in Düsseldorf zu testen, unter anderem auch in dem Universitätsklinikum dort eingesetzt, wo häufig Schrankenbewegungen der Besucher halt getätigt werden. Schranke liest diese Karte, Schranke öffnet sich, sie fahren zu ihrer Parkfläche, fahren auch wieder raus, und im Hintergrund wird die Zeit automatisch mit den Daten verrechnet, derer Kreditkarten, die sie hinterlegt haben. Das heißt, da, wo der Kunde wirklich einen essentiellen Nutzen hat, und das sind manchmal Kleinigkeiten, die kann man wirklich mit tollen Sachen lösen, denken Sie an das Thema Tanken.
Wir haben sehr viele Firmenflotten, die unterwegs sind, tausende von Fahrzeugen. Und wenn Sie heute im Besitz eines Firmenwagens sind, dann laufen Sie entweder mit der Aral oder Shell und Shell Clubkarte dann da rein. Das ist wirklich YouTube-reif. Da sehen Sie Leute, die fotografieren ihren Tankstand ab. Dann laufen die mit zwei Karten da rein, müssen sich noch die Säule merken, wo sie dann gewesen sind. Und dann kommt der Vorgang, den man live filmen könnte mit den Kameras, die bereits dort installiert sind. Kunde steckt Karte rein, erstmal die Tanksäule angeben, Karte reinstecken, PIN eingeben, den muss man sich auch noch merken. Dann gucken die noch, wie viele Kilometer bin ich denn gefahren. Gibt man ein, dann wird ein Bon ausgedruckt, einen zweiten und einen dritten, wenn man noch einen Waschvorgang buchen möchte. Und man verlässt das Häuschen wieder. Das geht auch einfach, indem halt automatisch das Fahrzeug gelesen wird, wenn es dann die Tanksäule befährt und der Tankprozess dann dementsprechend auch im Hintergrund abgerechnet wird. Das sind Business Cases auch in der Smart City, die sich gut etablieren lassen. Das Thema mit Learning, das möchte ich da auch drauf zurückkommen, das Thema Smart Education haben wir auch versucht innerhalb unserer Initiative. Es ist jedoch an den Lehrkörpern gescheitert. Nicht diese mit EE. Das heißt, hier haben wir ein Problem, dass auch, und das war so ein Samsung School Class Ansatz, der aus den USA kam, dass der Lehrer mit den Kids dann einen Austausch von Informationen über Pads, also sprich Laptops oder aber auch normale Tablets stattfinden konnte. Das ist gescheitert ein Stück weit auch an den Kollegen und Kolleginnen, die das nicht wollten, weil sie nicht außerhalb ihrer Lehrkapazitätsstunden noch angesprochen werden wollten zum Thema von Fragen oder offenen Punkten. Da muss man genau schauen. Es gibt da auch immer, und das ist ganz wichtig, auch was Herr Zimmer sagt, wenn ich dann eben die Generationen mitnehmen muss und auch will, das sollte man auch tun, dann wird es schwierig. Sie müssen sich dann eben auch über die verschiedenen Lebenswelten, gleich Alterswelten, Macher suchen. Bitte keine Bewohner und keine Terroristen. Danke. Ja, das Stichwort Terroristen ist jetzt auch gefallen damit. Aber ich glaube, das sind ja schon ganz konkrete Dinge. Und ich würde das mal nutzen, um bei Matthias Zimmer mal weiter zu fragen, wie ist denn auch aus der Sicht der Arbeit die Bewertung, die man da hat? Wir haben jetzt viele positive Aspekte. Man kann Geld sparen bei der Beleuchtung. Wir haben das Thema bessere Verkehrssteuerung bei Gesundheit, die adipositiven Kinder, denen man da helfen kann. Das Smart Home, sicherlich ein ganz interessanter Punkt, wenn man in dem einen oder anderen Familien schon mal diskutiert, ob man denn das Licht auch ausmacht, wenn man ein Zimmer verlässt und die Heizung runterdreht, wenn man rausgeht, dann ist das nicht jedermanns Sache. Insofern hat das auch sehr viele externe positive Effekte. Wie ist deine Beurteilung dazu, Matthias? Also mich hat ja zunächst mal etwas elektrisiert, als der Herr Ott gesagt hat, man müsse dann sozusagen als Gesetzgeber die Sachen dann auch schwerpunktmäßig in besonderer Art und Weise fördern. Und da bin ich als jemand, der aus einer Stadt kommt und weiß, dass die Städte unter besonderem Druck, was die Zuwanderung angeht, auch relativ schnell dabei, weil wir müssen in den Städten teilweise Strukturen verdichten und das bedeutet dann im Grunde genommen, dass wir andere Taktungen brauchen und dass viele Dinge dann auch anders organisiert werden müssen. Da hilft natürlich Smart City Regulierungen helfen da ganz ungemein bis hin zu, also in Frankfurt gibt es eine ganz große Besonderheit, man muss dafür bezahlen, dass man keinen Parkplatz bauen darf. Also man kann es nicht erklären, aber es ist halt nun mal so. Und wir haben es noch nicht abgeschafft. Und dann haben wir mit dem großen Wohnungsbauunternehmen mal so eine Grundidee entwickelt und haben gesagt, wie wäre denn das eigentlich, wenn wir versuchen, Wohnen und Mobilität so ein bisschen zusammenzubringen, dass man im Grunde genommen sagt, wenn jemand dort in eine Wohnung einzieht, ist damit gleich ein Netzticket verbunden mit dem Mietpreis und wir stellen sozusagen Elektroautos zur Verfügung, die unten drin stehen, werden automatisch aufgetankt und die werden dann sozusagen nach verbrauchten Kilometern dann abgerechnet. Das finde ich eigentlich einen ganz klugen und naheliegenden Gedanken, weil das dann die Städte letztendlich dann auch entlastet. Ich frage mich jetzt zwei Dinge und das wollte ich an den Herrn Ott noch mal weiterspiegeln. Erstens mal führt dann eine Konzentration auf die Smart Cities sozusagen nicht zu einer Zertrümmerung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland. Das, was dann eben mit klugen Städtern und dummen Landbewohnern zu tun haben. Ja, also sozusagen der Digital Divide wird dann auch noch erheblich verschärft. Und die zweite Frage ist, was passiert denn eigentlich, das ist ja auch nicht kostenneutral, was passiert denn eigentlich, wenn dann in den Städten
vornehmlich diejenigen, die ohnehin besser verdienend sind, von den Möglichkeiten der Smart Cities Gebrauch machen, währenddessen sozusagen Gottes Bodenpersonal in den früheren Speckgürtel geht und halt gucken muss, wie es dann klarkommt. Also mit anderen Worten, produzieren wir mit Smart Cities denn auch andere soziale Verwerfungen, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen? Naja, aber da frage ich doch noch mal einmal nach, weil ich meine, viele dieser Anwendungen, die wir jetzt hier vorhin besprochen haben, erfordern ja jetzt nicht, das war ja im Eingangsstatement die Frage, haben wir nicht eine Teilung in die, die es können und die es nicht können? Die Frage dessen beispielsweise, ob so eine Beleuchtung an den Punkten leuchtet, wo sie nicht leuchten soll, die erfordert ja nicht, dass man selber als Nutzer irgendwas macht, sondern die verbessert im Zweifelsfall die Rahmenbedingungen für alle, ohne dass ich selber darin halt eben eingreifen muss. Und insofern sind das doch vielleicht genau die Dinge, wo man sagen kann, das ist doch ganz interessant, wenn wir halt am Ende sowas fördern. Wenn beispielsweise über das Thema Gesundheit war genannt, Big-Data-Analysen auch bei exotischeren Krankheiten auf einmal Kausalitäten erkennen können, die bis dato mit Befragungen nicht erkennbar waren und die im Behandlungserfolg dann einer ziemlichen Breite zur Verfügung stehen, auch ohne dass wir jetzt sozusagen die Smart Kids haben, die vorhin schon mal beschrieben wurden und nur noch in der Wikipedia lesen. Ach, das war jetzt eine Frage. Also ich bin da selber nicht sicher. Ich glaube, eines der Grundprobleme ist, wenn man die Konzeption von Smart Cities jetzt nicht nur in der relativ kurzen Betrachtung auf die nächsten 5 oder 10 Jahre sieht, sondern auf das Potenzial, dass das insgesamt hat. Und einiges ist ja dann auch genannt worden, ja, also dass man dann also automatisiertes Fahren vermutlich hat und viele andere Dinge auch, die sozusagen gerade in verdichteten Ballungsräumen das Leben sehr viel effizienter und sehr viel angenehmer machen, dann bin ich dann eben auf die mittlere Sicht bei diesen ganz schwierigen Fragen, auf die ich im Moment noch überhaupt keine Antwort habe. Und ich warne eigentlich nur davor, dass man die Chancen betont, ist immer gut. Aber ich warne eigentlich davor, dass man das lediglich als einen technologischen Diskurs begreift, sondern dass man sozusagen die möglichen Folgewirkungen, und das hat mir bei Herrn Flemming gut gefallen, mitbedenkt, wenn der Mensch im Mittelpunkt stehen soll, was bedeutet das dann eigentlich für den Menschen und was bedeutet das insgesamt für die Lebensqualität in der Bundesrepublik Deutschland, für alle, die dort leben, also jetzt nicht nur für die Stadtbewohner, sondern auch für diejenigen, die eben gerade nicht in der Stadt wohnen. Aber das ist dann eher eine Frage, die eher auf die lange Frist wirkt, als auf die kurze Frist, wo es dann um erheblich mehr geht, als um intelligente Beleuchtungskonzepte, die vielleicht sozusagen das Licht ausmachen, wenn ich aus dem Haus rausgehe, oder die mit Big Data irgendwas illuminieren oder nicht illuminieren, sondern da geht es dann tatsächlich schon um die Integration verschiedenster Technikbereiche in einer digitalen Smart City. Damit werden jetzt schon die Ersten an der Stelle unruhig, und ich gebe das mal an Herrn Flemming erstmal weiter, weil er, glaube ich, sich hier sehr angespornt gefühlt hat gerade, und kombiniere das aber mit der Frage, ob wir denn tatsächlich oder ob wir wirklich realistisch einschätzen können, wo unser Handlungsrahmen überhaupt liegt. Soll heißen, ob wir den Geist in die Flasche wieder zurückdrücken können. In manchen Bereichen ist es ja, ich habe hier irgendwo im Podium Herrn Nestmann gesehen, ist der Chef von Uber, er gehört zu dem Geist, der noch nicht aus der Flasche gelassen wurde. Aber an vielen anderen Stellen haben wir doch gesehen, dass es die Entwicklungen gibt, und wir können uns die Frage am Ende, können wir die gar nicht mehr stellen, ob wir es machen oder nicht, sondern ob wir vielleicht die Einzigen sind, die es nicht machen. Und da sind wir, ohne jetzt das Thema Uber zu sehr in den Raum stellen zu wollen, die Einzigen, die es nicht machen, was sicherlich irgendwann auch mal die Frage aufwirft, warum gibt es bestimmte Dinge überall, aber nicht bei uns. Herr Flemming. Also nochmal, niemand ist gegen, ich sag mal, Smart Metering zum Beispiel. Und meine Frau hat jetzt ein Elektrofahrzeug und freut sich darüber und leistet was dazu. Und ich beruflich bin ich sogar engagiert für das Thema Batteriewechselstationen und aktive Batteriemanagementsysteme. Ja, also das ist, bei mir rennen Sie offene Türen ein, dass wir natürlich sehen müssen, dass wir gute Dinge realisieren, und der Technik geht weiter. Die Technik soll den Menschen nutzen. Die Computer sind für die Menschen da, aber wir sind nicht für die Computer da. Wir dürfen nicht Zombies werden einer Computerwelt, einer Computer- und Roboterwelt. Und wir wissen, Sie haben das deutlich gemacht, Herr Zimmer, das ist jetzt noch nicht die Frage.
Aber warten Sie mal 10, 15 Jahre ab. Und Sie haben doch gesehen, was in den letzten 20 Jahren schon passiert ist, explosionsartig. Ja, wir begeben uns zunehmend in Abhängigkeiten, weil wir gar nicht mehr in der Lage sind, die ganze Vielfalt, die Fast-Unendlichkeit des Internets zu erkennen. Wir diskutieren Blogs, weil wir gar nicht wissen, ob die Menschen noch leben, die diese Blogs abgesetzt haben. Wir gucken uns YouTube-Filme ein, da wissen wir gar nicht, sind die vielleicht gesteuert von Herrn Putin oder von ISIS? Und amüsieren uns und merken vielleicht ganz nachher, mein Gott, da war vielleicht jemand, der das ganze Ding gesteuert hat. So, und ich will Ihnen nur deutlich machen, verdammt nochmal, das ist ein ganz, wir spielen hier wirklich mit einer großen Nummer. Wir spielen hier mit dem Teufel auch. Wir spielen mit einer schönen Perspektive, aber wir laufen auch Gefahr, uns ganz gefährlichen Einflüssen auszusetzen. Und das Beste ist immer Erziehung zur Mündigkeit, zur Erziehung zur Mündigkeit. Und deswegen möchte ich einfach sagen, wenn wir schon über Internet nachdenken, wie erziehen wir unsere Kinder zur Mündigkeit? Was kann das Internet leisten, damit sie mündig werden und nicht abhängig werden und nicht süchtig werden? Wie schaffen wir Partizipation? Wie bauen wir übers Internet eine Dialogkultur auf? Wie machen wir positive Gemeinschaftserlebnisse, wo die Menschen sich auch mal vielleicht selbst treffen und nicht nur irgendwo am Bildschirm sehen? Hallo, wir merken doch schon, dass in Berlin 60% der Haushalte Single-Haushalte sind. Die sind ja nicht mehr in der Lage zu heiraten teilweise. Die Kinder, sie sind durch bestimmte Bilder derartig beeinflusst, dass sie nur noch Märchenprinzen heiraten wollen, die also Milliardäre noch gleichzeitig sind, die aber auch den ganzen Tag noch zu Hause sind, zur Verfügung stehen. Wir werden doch hier alle versaut langsam von der Medienlandschaft. Und wenn einer noch was dagegen machen kann, ist es die CDU, kann ich nur sagen. Denn wir haben doch ein Menschenbild, das etwas tiefer geht als nur der Pragmatismus, der ewige Pragmatismus, die Anwendungsorientierung von irgendwelchen Technikfreaks. Das sind wir nicht. Wir wollen hier Politik für Menschen und Natur machen. Und deswegen sage ich, lassen Sie uns mal daran arbeiten. Und das muss jetzt ein Teil der Gestaltung der Internetwelt werden. Diese Kriterien, Sie haben es richtig gesagt, Herr Zimmer, diese Kriterien, ökologisch-soziale Kriterien der Nachhaltigkeit, müssen jetzt Teil werden der Gestaltung der Internetwelt. Wir überlassen jetzt die Technik nicht mehr der Technik und sagen, Mensch, ist ja toll, hier sind wir noch schneller, noch höher und so weiter, sondern wir sagen, wenn ihr Technik entwickelt, dann bitte aber auch so, dass sie den Menschen dient und der Natur dient. Und das müsst ihr auch jeden Tag nachweisen. Ich will ja jetzt nicht Oscar Wilde zitieren, der einmal gesagt hat, die heutige Jugend ist grässlich, sie hat keinen Respekt mehr vor grauen Haaren. Aber es ist natürlich immer die Frage, ob die Kinder von heute so viel schlechter oder ob sie einfach nur anders sind und wir das nicht mehr genau verstehen können, was sie da alle so machen. Weil dieser verrückte Wandel genauso ist, wie als wir alle jung gewesen sind. Man mag sich noch daran erinnern, wo die eigenen Eltern auch nicht begreifen konnten, wozu man jetzt so einen Computer braucht und was das alles soll. Aber das ist eine sehr philosophische Frage, nur keine Antwort auch darauf, wie wir den Prozess eigentlich steuern können. Und jetzt habe ich hier mit Stefan Schneider und Percy Ott zwei Vertreter sitzen von Unternehmen, die nicht originär aus Deutschland kommen. Und vielleicht ist der Kern der Frage dessen, welche Kultur in dieser Technologie steckt und welche Werte, vielleicht auch ein bisschen davon abhängig, dass wir Deutschen so gerne darüber philosophisch diskutieren, es aber so wenig machen und diese Player der ganzen Bewegung ganz offensichtlich, vor allem aus den USA kommen, teilweise noch aus ein paar anderen Ländern im asiatischen Bereich. Und Stefan Schneider, du hast vorhin schon mal vom Rheinland-Pitch gesprochen. Was ist denn da eigentlich mit den deutschen Entrepreneuren, die eigentlich doch irgendwie vielleicht so ein gegen Google, gegen Facebook, gegen was auch immer bauen könnten, was einfach noch toller ist, aber mit unseren Werten und unserer Kultur aufgeladen, die Menschen so begeistert, dass sie diese Dienste abonnieren statt der amerikanischen? Also ich glaube, lieber Thomas, dass es auch eine werthaltige Start-up-Szene in Deutschland gibt. In Berlin, Hamburg, München, in Düsseldorf, aber auch in kleineren Städten. Man spricht wenig drüber, es wird wenig vermarktet, aber diese Idee, die ich eben sagte, da mit dem Parken, die kommt, darf ich das nicht sagen, ne? Die kommt aus Köln. Vorgesagt. Guck mal, jetzt habe ich zwei gegen mich hier, ne? Zwei gegen eins spiele ich. Nein, also Kölner können auch. AKK. Aber ich denke mal, dass man auch hier auch eine Startup-Szene fördern kann, was wir auch tun, überregional tun, bundesweit tun. Ich möchte nochmal die eben stark geführte Diskussion von Herrn Flemmig aufgreifen, Herrn Zimmer. Ich glaube, die gute Mischung macht's. Man muss einfach jung und alt zusammenbringen. Es gibt junge Entrepreneure, die gute Ideen haben und die auch Konzerne wie unsere eine auffrischen. Es muss nicht immer alles made in USA oder sonst wo sein. Es gibt gutes deutsches Erfindertum, das man nach vorne bringen muss und auch mit großen Kapazitäten von Firmen wie Cisco zum Beispiel und anderen auch unterstützen kann.
tun wir auch in der digitalen Stadt. Wir haben über 11 Universitäten bundesweit innerhalb dieses Forums etabliert. Wir führen regelmäßige Projektarbeiten durch, wo junge Menschen Ideen mit Senioren, ich meine jetzt nicht vom Status her, sondern mit grauhaarigen älteren Menschen diskutieren, die aber Berufserfahrung haben. Und ich glaube, wenn man dann eine Mischung oder einen Mittelweg sucht, kann man erfolgreich auch in Deutschland A, gründen und Projekte nach vorne bringen oder auch mal vorweggehen. Dann nehme ich diesen Ball gerne nochmal auf und dann geht es aber wirklich ins Publikum gleich hinein, wenngleich wir doch eine veritable Diskussion hier bisher auch zustande gebracht haben. Und gehe nochmal zu Herrn Ott und ich glaube, er ist dem Kollegen Zimmer noch eine Antwort schuldig und ich frage gleichzeitig mal was ganz Böses. Welchen Einfluss denn diese ganze internetkritische Diskussion, die sich jetzt auch so ein Stück entwickelt hat, welchen Einfluss hat die denn auf die Entwicklungslabore bei Ihrer Company in den USA? Also vielleicht fange ich da mal direkt an, weil das, glaube ich, ja auch etwas war, was ich sowieso noch antworten wollte, und zwar die Frage, was haben wir denn eigentlich für eine Entwicklung, die vor uns steht? Indien möchte in den nächsten 10 Jahren 100 Smart Cities bauen. Davon hat die Bundesrepublik Deutschland die Unterstützung von 2 Smart Cities übernommen und dazu auch bereits einen Vertrag unterzeichnet. So, lassen wir einfach mal so stehen. Das Zweite ist, dass wir uns eigentlich, wenn ich jetzt mal die Definition ein bisschen verändere, bereits im Internet der Dinge befinden, weil mehr Dinge mit dem Internet verbunden sind als Menschen heute, und zwar seit 2009. Das heißt, wir sprechen nicht mehr über das Internet irgendwo da draußen, sondern wir sprechen über das Internet und die digitale Vernetzung mitten in unserem Leben. Und es geht tatsächlich um die Frage, wie wir das jetzt gesellschaftlich gestalten, wie wir es so gestalten, dass wir Menschen Wahlmöglichkeiten schaffen. Und jetzt komme ich auf das, was Herr Zimmer gesagt hat, gefragt hat, Stadt und Land. Die Projektgruppe im IT-Gipfel, die sich mit dem Thema Smart Cities beschäftigt, heißt Smart Cities und Smart Regions, weil uns das wichtig war und wichtig ist, dass beides miteinander verbunden ist. Man kann nicht eines vom anderen trennen. Man kann das in Deutschland schon deshalb nicht trennen, auch wenn dieser Kongress jetzt große Städte im Fokus nimmt, aber 60% der Bevölkerung leben in Städten unter 50.000 Einwohnern und gleichzeitig ist auch die Wirtschaftsstruktur in Deutschland so, dass wir viele Unternehmen, nicht nur im Speckgürtel, sondern eben auch in den kleineren Kommunen, kleineren Städten haben. Und der Unterschied ist aber tatsächlich, während in der Stadt das Sharen, das gemeinsame Nutzen einfacher ist, auch gerade aufgrund der Bevölkerungsdichte, muss man sich in den ländlicheren Gebieten stärker mit Kooperation und Koordinierung beschäftigen. Beides kann man aber durch Digitalisierung hervorragend lösen und in den Griff bekommen, beziehungsweise auch vor dem Hintergrund der Entwicklung, die der Herr Hertsch angesprochen hat, wo ich nochmal darauf eingegangen bin, Alterung, Abwanderung, eben auch diese Herausforderungen besser in den Griff bekommen. Und dann ist das eben nichts Negatives, sondern dann macht das unser Leben, das Leben jedes Einzelnen reicher und vielleicht auch einfacher. Vielleicht macht es einfacher, dass die Verbindung von Beruf und Familie, dass ich tatsächlich auch in meinem kleineren Dorf wohnen bleiben kann, dass ich nicht jeden Tag vielleicht die 1,5-2 Stunden in die Stadt fahren muss, nur dort im Büro zu sein und meine Familie dann vernachlässige oder fast nicht mehr sehe unter der Woche. Das ist doch ein Vorteil, den ich ganz persönlich mitnehmen kann, den ich ganz persönlich durch Digitalisierung gewinnen kann. Und so gibt es viele Möglichkeiten. Hier und noch ein Beispiel zum Thema Deutschland. Wir machen hier in Deutschland, wenn wir es richtig gestalten, die Lösungen und wir schmieden hier die Lösungspartnerschaft zwischen großen, global agierenden Unternehmen und kleinen deutschen Startups oder auch Mittelständlern, die auf so einer Innovationsplattform, wie sie in Smart City bietet, aufsetzen können. Und wir exportieren und wir können von hier dann auch diese Lösungen exportieren. Das heißt, also, es ist wirklich eine Zukunftsperspektive, die wir hier haben und die wir hier mitnehmen können. Und das sind wirklich die deutschen Unternehmen, denen wir aber diesen Freiraum geben müssen. Und vielleicht noch ein Hinweis, vielleicht sollten wir wieder mal unser Papier aus der Enquete-Kommission zur Medienkompetenz hervornehmen. Das war damals schon gut und das könnte man heute noch mal vielleicht vorstellen.
Download kann ich gerne empfehlen. Es gab einen Teilbericht der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft des Bundestags aus der letzten Periode, den unlängst jemand hochgeladen oder vielmehr auf Twitter nochmal neu ins Spiel gebracht hat und der dann auch 3 Jahre später immer noch doch sehr positive Kommentierung gefunden hat. Ich würde die Runde jetzt gerne nochmal so für die letzte Viertelstunde, die wir hier haben, auch ein bisschen erweitern ins Publikum hinein. Ich sehe jetzt schon die ersten beiden Wortmeldungen, das macht es mir viel leichter, weil ansonsten, wir haben nämlich ja auch hochrangige Leute, hätte ich mal gefragt, Frau Dr. Nikutta, die ja auch hier ist, die Chefin der BVG, was denn im Verkehrsbereich auch die Smart City bedeutet. Ich würde mit Ihnen mal anfangen und dann vielleicht, wenn Sie mögen. Ja. Jo. Ja, schönen guten Tag, Sigrid Nikutta, Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe, des größten kommunalen Nahverkehrsunternehmens in Deutschland. Und für uns ist das ganze Thema eine Riesenchance. Das muss man ganz klar sagen. Denn die Kunden einerseits an ihr Ziel zu bringen, aber andererseits die komplette Reisekette darzustellen und die Kundeninformation und die Erreichbarkeit der öffentlichen Verkehrsmittel zu verbessern. Das ist nicht nur, dass sie an der Haltestelle kommen und da steht digital, in 3 Minuten kommt der nächste Bus, sondern das ist die App, die ihnen sagt, du bist jetzt gerade hier und das ist der beste, das ist der erste Weg, der zweite Weg, der dritte Weg, wie du in Berlin dein Ziel erreichst. Das dauert so lange und in Echtzeit kann ich dir auch noch vergleichen, wenn du mit dem Auto fährst, stehst du so lange im Stau und wenn du die U-Bahn nimmst, hast du diese Zeit, Straßenbahn in dieser Zeit. Und für uns ist das auch ein großes Thema der Inklusion, gerade auch von bisher mobilitätseingeschränkten Personen, Rollstuhlfahrer, Sehbehinderten, auch Älteren, weil ich denen alle Services damit bieten kann. Wie lang ist der Fußweg? Wie muss ich gehen? Funktioniert auch der Aufzug? Gibt es da einen Aufzug? Ich kann ihnen die Haltestellen vorlesen lassen. Die Busse können damit kommunizieren mit dem Handy. Also es ist eine Riesenchance, die wir an dieser Stelle sehen. Ganz zu schweigen von dem, was natürlich im Background läuft. Unsere Mitarbeiter können andere Informationen haben, bis hin zu meinem ganz, ganz großen Traum, dass irgendwann auch die U-Bahnen mit der Werkstatt digital kommunizieren. Dazu müssen die etwas verjüngt werden, aber auch da sind wir dran. Das hat natürlich auch, und da komme ich gleich jetzt so ein bisschen in die Richtung von Herrn Professor Fleming, das hat natürlich auch das Thema der Education, Smart Education, was eine ganz andere Rolle bekommt. Das sehe ich bei unseren Fahrgästen, das sieht aber, glaube ich, auch jeder. Also wir machen alles mit dem Handy in der Hand. Ich gehöre auch zu den 3% der Haushalten, die alles irgendwie digital machen. Also das heißt, das Handy ist ununterbrochen im Einsatz. Gleichzeitig versuche ich, meinen Kindern beizubringen, nicht alles auf WhatsApp zu schicken und nicht immer, und ne, Clash of Clans ist nicht der Lebensinhalt etc., wo die sagen, ja sag mal, ne, aber du, guck's dir an. Also auch diesen Aspekt sehe ich durchaus dabei. Ja, vielen Dank. Also ich habe übrigens auch mich zu den 3% zählen wollen, dieses RWE-Kit gekauft, aber weil es an meiner Heizung nicht angeschlossen werden kann, liegt das jetzt ungenutzt seit einem Jahr bei mir im Regal und ich habe auch noch keine Muße gefunden dazu. Ich gebe es unumwunden zu. Ich habe 2 weitere Wortmeldungen, bitte. Ich gebe das erstmal. Ja, Jens Wieseke, Berliner Fahrgastverband. Ich bin sozusagen die Verbraucherseite für Frau Dr. Nikutta. Genau. Wir sind sofort zusammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin über Herrn Ott und Herrn Schneider einfach ein bisschen enttäuscht. Mobilität ist heute in einer Millionenstadt, in urbanen Räumen mehr als Parkplatzzugverkehr. Es ist einfach die Entscheidung, was ist morgens meine richtige Mobilität. Und die hätte gestern eben sein müssen, 2 Drittel der Berliner Autofahrer zu sagen, egal wie voll die U-Bahn heute ist, Staatsbesuch von Netanyahu heißt, die U-Bahn ist auf jeden Fall das bessere Verkehrsmittel. Auch wenn... Nee, U-Bahn ist gefahren. Sie ist nicht mitgekommen, das kann sein. Wir hatten Verhältnisse wie in Japan. Und diese Entscheidung, das ist doch die viel, viel wichtigere. Und da möchte ich sogar auf einen Einsatz gehen. Ich will dem Bürger ja gar nicht abnehmen, welches Verkehrsmittel er nutzt. Es ist für mich
Ich nutze sehr viel die öffentlichen Verkehrsmittel, logischerweise, aber trotzdem ist es zu gewissen Zeiten bequemer, das Auto zu benutzen. Diese Kombination, die bewusste Entscheidung, und da will ich ihm Entscheidungshilfe bieten, und das mit Verlaub, Herr Ott, Großstadt ist mehr als Parkplatzzugverkehr. Also das muss man mal ganz klipp und klar sagen, und diese Entscheidung ist auch wichtig, und ich glaube, der Idealverkehr ist ja in einer Stadt wie Berlin und in Köln und in München und in Hamburg. Ich gehe zur, naja, da würde ich schon Abstriche machen. Ich gehe zu einer Haltestelle und innerhalb von 10 Minuten kommt was. Und dann brauche ich gar keine App mehr. Da ist dann vielleicht morgens nur die eine Information wichtig. Wir haben heute ein Problem auf der U-Bahn-Linie sowieso. Dann muss ich mich neu disponieren. Aber wenn das alles formal funktioniert, dann will ich hingehen und das muss funktionieren. Deshalb, ich muss dem Bürger Entscheidungshilfen bieten für jedes System. Also ich habe eins nicht erwähnt. Sie haben in der Tat recht. Ich habe die Rheinbahn vergessen. Also die Kollegen Ihrer Frau Nikutta in Düsseldorf, Hermanns, die haben eine hervorragende Lösung implementiert. Die geht sogar so bürgerfreundlich einher, dass ich das Ticket komplett elektronisch buchen kann, komplett. Also ich buche alles komplett, auch das, was ich beim Schaffner, in Anführungszeichen, beim Kontrolleur nochmal zeigen muss, kann ich ohne Ausweis tun. Eine schöne Geschichte, neben der Fahrgastanzeige, genau was Sie ansprachen, sind die recht gut unterwegs. Und das ist in der Tat auch so, dass ich auch angezeigt bekomme, wenn ich am Wassener Kreuz statt einwärts stehe, fahr den Park and Ride an, nutz die Bahn, du bist schneller bei Vodafone, als wenn du dich in den Stau stellst. Geht. Vielleicht noch. Also jetzt muss der Moderator seine Autorität hier wiederherstellen. Herr Ott. Oh, danke. Sie sind zu Recht enttäuscht, aber nur deshalb, weil ich 2 Beispiele ausgewählt habe aus dem Vielzahl dessen, was möglich ist. Und Sie haben völlig recht. Die Frage der vernetzten Multimodalität ist eigentlich das Zentrale. Damit wollte ich aber nicht anfangen, weil es das Größte ist. Und ich habe das Beispiel genommen, das auch deutlich, aus meiner Sicht in dem Augenblick, das deutlich macht. Aber Sie haben völlig recht. Die Frage ist nämlich auch, wenn Sie heute betrachten, junge Menschen, Sie haben einerseits Einstellungen, andererseits, was ihren Arbeitsplatz anbetrifft, was sie vom Arbeitgeber erwarten. Gleichzeitig auch haben sie natürlich die Frage, es kommt ja immer wieder, ist ja auch bei Herrn Hatsch zum Beispiel herausgekommen, ich möchte eigentlich nicht mehr unbedingt mit einem, sei es jetzt mit einem Auto oder mit einem anderen Verkehrsmittel, nur dieses Verkehrsmittel, sondern ich möchte von A nach B kommen. So, und wenn ich von A nach B komme, soll das möglichst auch noch eine digitale Signatur haben, sprich Wi-Fi. Dann bin ich wahrscheinlich glücklich, wenn das nämlich auch noch in der richtigen Zeit passiert und ich da auch hingeleitet werde. Da gibt es sehr viele Beispiele. Da ist auch die Deutsche Bahn natürlich mit vielen jetzt Initiativen dabei. Da sind viele städtische, kommunale Verkehrsanbieter, öffentliche Verkehrsanbieter insgesamt hier dabei, etwas zu entwickeln. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass das auf einer Plattform stattfindet, die offen, interoperabel, standardkonform ist, damit sie tatsächlich mit anderen Services, die im Rahmen einer Smart City angeboten werden, ebenfalls kompatibel sind. Sie wollen ja, wenn Sie zum Beispiel einen Mobility Hub haben, wollen ja nicht nur dorthin kommen, dort ausgekippt werden und dann stehen Sie da und wissen nicht, wie es weitergeht, sondern Sie wollen von dort weiterkommen, Sie wollen mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, nehmen wir es einfach mal an, Sie wollen dort ankommen, dann vielleicht ein E-Bike finden oder ein Auto finden, ein Elektroauto finden, vielleicht auch Ihr eigenes Auto finden, was auch immer. Es soll dort weitergehen, es muss einen Anschluss geben und andersrum muss das genauso funktionieren und wollen vielleicht heute von hier nach Düsseldorf die Verbindung buchen, dann wollen Sie aber nicht nur von den 2 Hauptbahnhöfen, sondern möglichst von Tür zu Tür das insgesamt und auf einen Blick haben. Und das ist natürlich die tatsächlich große Herausforderung, aber auch die große Chance, die da drin steckt. Und insofern, Verzeihung, aber das waren einfach die 2 Themen, die ich rausgesucht hatte. Das gibt mir die wunderbare Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass wir im Deutschen Bundestag gerade ein Papier oder einen Antrag zur intelligenten Mobilität beraten. Den hat auch im Wesentlichen, ist der in meinem Büro entstanden, bei Herrn Surmann, der da hinten auch sitzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Jedenfalls, wir haben das heute Morgen im Verkehrsausschuss diskutiert, letzte Plenarwoche im Deutschen Bundestag. Und der erste Punkt, der da drin steht, ist, wir wollen eine verkehrsträgerübergreifende Konzeption. Das hat aber nicht jeder verstanden. Und deshalb kann ich auch meinem Unmut an dieser Stelle auch mal Luft machen, weil den dümmsten Brief des Jahres habe ich vom VDV bekommen. Da stand nämlich erstens drin, das wäre alles totaler Quatsch, weil wir dürften auf keinen Fall die von Ihnen benannten Konzepte zum besseren Parkplatzmanagement machen, denn dann würden die Leute nicht mehr Bus und Bahn fahren.
was ich ehrlich gesagt für eine Kapitulationserklärung Ihres Verbands halten würde. Und zum Zweiten stand da drin, weil wir immer gesagt haben, auch das war ja hier heute ein Thema, alle Verkehrsdaten müssen offen werden. Ich glaube, das ist für eine Smart City ein ganz entscheidender Punkt. Und das sind natürlich die Fahrpläne von Bus und Bahn, Echtzeitdaten, eine Ticketschnittstelle, um es weiter zu verkaufen. Bei den Ampelphasen, wann wird es rot, wann wird es grün, Straßenzustände, alle möglichen Parameter. Stand also als Zweites da drin, im Übrigen Mobilitätsdaten dürfte man bitte nicht den öffentlichen Nahverkehr mit einbeziehen, denn das wären als Betriebsgeheimnisse der Gesellschaften. Und da bin ich wirklich sprachlos drüber. Aber wir haben jetzt schon fast überzogen. Ich sehe hier noch eine Wortmeldung. Allerdings, Sie hatten sich vorhin schon gemeldet und deshalb sind Sie jetzt erstmal dran als Nächster. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Viktor Splittgermer von Green City Solutions und wir haben Preise bekommen von einer Bitkom und auch von einer Cisco für unsere innovative Lösung. Und das ist auch ein guter Ansatzpunkt, weil das eine IoT-Lösung ist, Internet der Dinge-Lösung. Und wenn wir über das Internet der Dinge oder das Internet der Zukunft reden, dann reden wir eigentlich im Wesentlichen über Internet der Dinge. Also eigentlich steht gar nicht mehr, also steht der Mensch schon im Fokus, aber vernetzt werden eigentlich Dinge. Und zum Beispiel bei unserem Produkt sieht man denn, wie smarte Produkte, die einen Internetanschluss haben, gesundes Leben in der Stadt ermöglichen, indem sie zum Beispiel die Luft reinigen oder die Städte kühlen und besser an den Klimawandel anpassen. Und das geht, ohne dass man in die Privatsphäre von Menschen eingreift. Und das wollte ich einfach nur noch mal als Perspektive aufmalen. Vielen Dank dafür. Eine Wortmeldung habe ich hier noch und dann würde ich noch Herrn Flemming das Wort geben und dann sind Sie in die Kaffeepause entlassen. Okay, Sie haben mir das Stichwort gegeben, Herr Zumbeck, ADFC, Bundesvorsitzender Ulrich Sieberg. Genau in dem Papier, was Sie gesagt haben, fehlt das Thema Fahrrad, Pedelec und Lastenräder. Keine Verknüpfung mit diesen Verkehrsmitteln der Zukunft, was es jetzt schon ja ist, wenn ich bedenke, was in Berlin los ist und in anderen Großstädten an Mobilität mit dem Fahrrad. Verkehrssicherheit wird auch nicht mit Vernetzung sozusagen identifiziert bei der vernetzten Mobilität. Also dieses Papier hat eine Schwäche. Ich kann mir vorstellen, dass diese Schwäche, ich habe ja die Bundestagsdebatte ja mitgenommen, von den Linken natürlich angeprangert worden ist, aber ich kann mir nur vorstellen, dass man das nacharbeiten sollte in dem Papier. Dankeschön. Dann nehme ich das natürlich gerne auf, deshalb habe ich ja auch ausdrücklich gesagt, dass wir den Diskurs darüber führen. Und ehrlich gesagt haben Sie bei so einem Antrag immer das Problem, dass Sie irgendwann mal den Klappe zumachen müssen. So, und das Problem bei dem ganzen Thema Internet ist, dass Sie so unentwegt Innovationen haben, dass Sie auch nicht sagen können, der Prozess ist jetzt abgeschlossen, sondern aus unserer Sicht ist das mal eine Momentaufnahme für heute und ein erster Ansatz. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass viele Verkehrsformen auch bisher schon Profiteure sind ohne staatliches Handeln. Und wenn wir auf den Nahverkehr kommen, kann ich von mir selber mal, man darf nie von sich auf andere schließen, aber die Statistik sagt, dass es vielleicht doch so ist. Ich bin als Schüler damit gequält worden, Straßenbahn zu fahren. Als ich das erste Mal einen Führerschein hatte, habe ich gesagt, das hast du jetzt hinter dir gelassen. Und ich glaube, es gibt auch andere Leute, die so denken. Ich habe erkannt, das war alles falsch, weil seit es das Internet gibt, bin ich jetzt begeisterter Kunde bei Frau Dr. Nikutta, wie auch bei der Rheinbahn in Düsseldorf, weil es natürlich jetzt zum ersten Mal versteht man überhaupt, wie Wegebeziehungen sind. Ich kann das bewerten. Komme ich einfach mit der Bahn irgendwo hin oder komme ich nicht so einfach dahin? Wie lange dauert das präzise? Was muss ich eigentlich machen? Und ich kann an der Haltestelle was machen und ich kann, während ich da fahre, zum Beispiel in der Presseschau lesen. Und ich fühle mich inzwischen, wenn ich in der Stadt fahre, im Auto behindert, weil ich da einfach nicht mehr sitzen und ein paar Dinge lesen kann, um mich auf den nächsten Termin vorzubereiten. Und so ist aus einem überhaupt nicht mehr Nahverkehrsnutzer, ein begeisterter Nahverkehrsnutzer geworden. Und wenn ich mir angucke, wie die Nutzerzahlen sind, dann spricht das doch sehr dafür, dass ich offenbar nicht der Einzige bin, bei dem das Ganze, und wenn ich die Kids mit ihren Games da so sehe, dann ist das sicherlich etwas, was dem Nahverkehr hilft, weil die Games kann man halt, wenn man selber Auto fährt, unglaublich schlecht zocken. Und manche kommen halt auch nicht mehr ohne. Es ist also interessant, wo welche Wechselwirkungen sich wiederfinden. Und ich glaube auch gerade die Radfahrer, ich fahre auch selber viel Rad,
Ich habe noch nicht den Ansatz gefunden, auch heute Morgen in der Debatte haben wir gefragt, was müssen wir denn da tun? Da kam nur der Punkt, er hätte da was schreiben müssen, nur keiner hat gesagt, was. Und daran krankt es so ein bisschen. Also mein Fahrrad ist der letzte ziemlich analoge Gegenstand, den ich besitze. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass man als Radfahrer sehr viel glücklicher wäre, wenn die Autos möglicherweise nicht mehr alle von Fahrern gesteuert werden, die andere Dinge nebenher machen, zum Beispiel Nachrichten zu schreiben. Und einen gewissen Sicherheitsabstand, weil das doch tatsächlich in der Verkehrssicherheit ein ziemlich großes Thema am Ende ist. Jetzt würde ich dem Herrn Professor Fleming nochmal das Wort geben und dann würde ich aber wirklich in die Kaffeepause starten. Damit haben wir, glaube ich, auch genug Diskussionsstoff, was wir da noch bereden können. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also ich glaube, ich danke Ihnen übrigens auch für die Moderation, die ja schon Richtung Mittelweg gegangen ist. Wir wissen ja alle, früher gab es nur die Marktwirtschaft und den reinen Kapitalismus und dann ging es so langsam los und dann irgendwann kam in Deutschland die soziale Marktwirtschaft. Dann hat man einen sozialen Ordnungsrahmen geschaffen. Und jetzt ist man dabei, einen sozial-ökologischen Ordnungsrahmen zu schaffen, weil die Natur ihr Recht einfordert. Und jetzt sage ich nur, wir brauchen auch für die digitale Revolution, man spricht sogar von der dritten Revolution, die wir hier erleben, industriellen Revolution, brauchen wir einen ökologisch-sozialen Ordnungsrahmen. Und Deutschland ist stolz darauf, dass wir einen dritten Weg entwickelt haben mit der sozialen Marktwirtschaft. Da müsste nicht irgendwas Kompliziertes entwickelt werden. Wir haben den dritten Weg zwischen Kapitalismus und, wenn man so will, Sozialismus entwickelt. Das ist die soziale Marktwirtschaft. Und wir müssen jetzt auch in der digitalen Entwicklung, und das ist eine Weltrevolution, müssen wir anbieten einen dritten Weg, einen Ordnungsrahmen und einen dritten Weg. Und zwar, wenn wir über Smart City sprechen, wir müssen ein Smart City Design unterstützen und formulieren, das für mündige, kooperative Bürger und für eine gesunde Natur dienlich ist. Und wenn wir das zusammenbringen, diese drei Dinge, ja, moderne Technik, Schutz der Natur und mündige, kraftvolle Bürger, die eben keine Zombies werden und die nicht sozusagen letztlich dann irgendwo nur noch Atavare sind, dann haben wir den richtigen Weg. Und ich sage Ihnen, unsere Produkte werden gekauft werden, unsere Software wird gekauft werden, unsere Strukturen sind dann interessant, weil sich überall auf der Welt, und ich habe diesen Weltpreis in China gewonnen, das müssen Sie sich mal vorstellen, weil überall auf der Welt die Leute sich nach Wegen sehnen, aus der reinen Technik über Welt hinein in eine menschliche Welt, in eine beherrschbare Welt, wo die Technik eine Rolle spielt, aber nicht alles ist. Das ist vielleicht sogar das Ergebnis dieser Veranstaltung, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar. Das Tolle am Moderatoren-Dasein ist, man hat immer selber noch das letzte Wort. Deshalb glaube ich, dass vieles von dem Gesagten richtig ist. Aber damit man solche Produkte verkaufen kann, muss es sie erst mal geben. Und deshalb haben wir als Politik oder ich zumindest sehr in den letzten Jahren den Dialog mit den Gründern und auch mit den Investoren in solche Internetprodukte angefangen zu reden. Und das empfehle ich auch allen anderen, weil nur Produkte, die es gibt, kann man auch kaufen. Und es krankt manchmal ein wenig daran, dass sehr akademisch in der Politik, aber auch in der Wissenschaft darüber diskutiert wird, was eigentlich sein müsste, aber entscheidend ist auf dem Platz. Und insofern ist jeder aufgerufen, selber so ein Produkt zu bauen, es zu finanzieren. Über Crowdfunding gibt es viele Möglichkeiten inzwischen, auch mit kleinem Budget in Dinge mitzuinvestieren oder halt eben den einen oder anderen davon zu überzeugen, es zu machen. Und ich glaube, das ist unsere gemeinsame Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass im Bereich Smart City, aber auch in allem anderen Produkte eben hier made in Germany sind. Jetzt darf ich Ihnen noch zwei Dinge mit auf den Weg geben, die aus dem Rheinland kommen, sehen jetzt das, was in Berlin nicht unüblich ist, es schneit. Das als erstes. Ich hoffe, das gibt keinen Rückreisestress. Zum zweiten ist mir hier noch aufgetragen worden, Sie darauf hinzuweisen, dass zum Schluss der Podiumsdiskussion um 18.20 Uhr, also der nächsten, eine Zusammenfassung unter Einbeziehung des Visual Facilitating gibt. Was das genau ist, kann ich Ihnen nicht erklären. Ich glaube, es hat mit diesen Tafeln zu tun, die Sie hier sehen und die gerade erstellt werden. Und wie auch immer geartet, findet das dann gleich drüben im anderen Saal statt. Wir machen jetzt eine kurze Kaffeepause und um 17.10 Uhr gibt es mit zwei weiteren Panels weiter. Ich bedanke mich sehr dafür, dass Sie hier waren und Ihre Aufmerksamkeit.